Ja, willkommen zum Bericht aus Berlin Extra, wo ihr eure Fragen stellt. Und wir freuen uns, dass Jürgen Trittin, der außenpolitische Sprecher von Bündnis 90, den Grünen, auch jetzt noch mal Zeit gefunden hat. Ungefähr 15 Minuten, Herr Trittin, querbeet, aber was ich so gesehen habe, eigentlich jetzt alles, wen wundert's, zu dem zentralen Thema der Tage jetzt im Moment. Fangen wir an und mit den ersten Fragen. Die wäre, auch in Deutschland gibt es Menschen, die den Terror der Hamas feiern und antisemitische Parolen brüllen. Warum kommt das Hamas-Betätigungsverbot und das Verbot des Unterstützernetzwerks Samudun erst jetzt? Wir haben dieses gemeinsam als Deutscher Bundestag einstimmig, mit Stimmen aller Parteien beschlossen. Ich glaube, das war ein wichtiges Signal und es kommt ein weiteres hinzu. Wir wollen, da sind wir schon länger im Konflikt, auch mit der Hamburger Regierung, wir wollen auch, dass das islamische Zentrum in Hamburg verboten und geschlossen wird. Wer bremst da? Sehen Sie, das Problem sind oft auch vereinsrechtliche Fragen. Sie müssen ja ein solches Verbot gerichtsfest bekommen. Es wäre ja nichts damit gewonnen am Ende des Tages, wenn diejenigen, die hier den Antisemitismus und Hass der Hamas bejubeln, dann gerichtlich bestätigt bekämen, sie müssen nicht verboten werden. Deswegen will sowas auch gut vorbereitet sein. Aber der politische Wille, das freut mich sehr, dass von der Linkspartei bis zur CDU, CSU alle dieses befürworten. An der Stelle war der Bundestag sehr klar. Ich frage aber jetzt noch mal nach, das ist jetzt keine Userfrage, sondern ich frage da jetzt noch mal nach. Das Unterstützernetzwerk Samudun, Ihr Parteifreund Beck, Volker Beck, hat mehrfach sich an die Innenministerin gewandt, teilweise schriftlich, hat gesagt, ihr müsst die verbieten. Da ist eben bis letzt nichts passiert und es musste diese furchtbaren Ereignisse jetzt am Wochenende manchmal erst hilft geschehen. Es ja, wenn der Deutsche Bundestag einer Ministerin Beine macht. Aha, okay. Gut, nächste Frage. Jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger haben auch in Deutschland Angst vor Feindseligkeiten. Wir haben vorhin ja auch schon gesagt, es gibt teilweise sogar Davidsterne, die in Berlin an Türen geschmiert werden, damit man genau sieht, da wohnen jüdische Familien. Haben Sie sich jemals vorstellen können, dass das hier nochmal solche Bilder auftreten? Wir haben in Deutschland einen sehr tradierten, seit der Nazizeit andauernden, rechten, offenen Antisemitismus. Sie haben das erlebt in Bayern mit Herrn Aiwanger an dieser Stelle. Aber dass man die Traute hat, tatsächlich zu solchen Mitteln zurückzugreifen, das ist schon ein Maß an Ungeheuerlichkeit, das kaum zu überbieten ist. Und das zeigt eben auch, dass es hier nicht darum geht, sich um die Menschenrechte von Palästinenserinnen und Palästinensern zu bekümmern, sondern hier tobt sich ein blinder Antisemitismus aus und Sie können gar nicht mehr unterscheiden, ist das noch Hamas, ist das noch ein Nazi? Jetzt haben Sie gesagt, wir haben einen Antisemitismus von rechts, den haben wir absolut. Wir haben aber natürlich auch, also wir haben unterschiedliche Formen von Antisemitismus. Ja. Einer ist eben auch ein migrantischer. Deshalb schlägt jetzt zum Beispiel die CDU-Fraktion vor, dass man niemanden hier ein Bleiberecht oder gar eine Staatsbürgerschaft ermöglichen sollte, der oder die nicht ein klares Bekenntnis zum Existenzrecht des Staates Israel abgibt. Halten Sie das für sinnvoll? Ich halte es nur für beschränkt realitätstauglich. Wir müssen uns der Realität stellen, dass ein Teil derjenigen, die so etwas hier verbreiten, deutsche Staatsbürger sind. Zum Teil sind sie hier in Deutschland aufgewachsen, Migrantinnen und Migranten der zweiten, dritten Generation. Das heißt, wir haben auch im Bereich des muslimischen oder islamistisch geprägten Antisemitismus ein Problem, was hier in Deutschland entstanden und entwickelt worden ist. Und ich glaube, darüber muss man sich mehr Gedanken machen, als darum die wenigen Fälle, wo es um Einbürgerung geht. Das heißt, Sie sagen Integration und Bildung oder was wäre dann die Antwort? Ja, Sie haben ja die ganze Debatte aktuell. Wir führen jetzt eine Debatte, ob wir nicht Arbeitszwang einführen. Die meisten dieser Menschen wollen arbeiten. Die meisten durften das aber bisher nicht. Das hat dazu geführt, dass in bestimmten Stadtvierteln, gerade großer Städte, Parallelgesellschaften entstanden sind. In diesen Parallelgesellschaften haben die nur noch miteinander kommuniziert.
Und dann schlagen solche Bilder durch, die Sie, wenn Sie die Schulunterricht in vielen arabischen Ländern sehen, tatsächlich dazu führen, dass Dinge wie der Holocaust ausgespart, dass die Gründung des Staates Israel nicht als eine Antwort auf die Verbrechen des Nationalsozialismus beschrieben werden, sondern nur als große Katastrophe, Nakfa ist der Begriff dort. Und das ist einer der Punkte. Ich glaube ja nicht, dass wir in dieser Debatte das Reden und das Verhandeln über die Sache der Palästinenser, wie das zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten und versuchsweise auch mit Saudi-Arabien passiert ist, dass das ausreicht. Aber das, was da gerade passiert in dem Zusammenhang, dass zum Beispiel die Emirate und Israel gegenseitig ihre Schulbücher und ihre Curricula überprüfen, um solche grundlegenden Einstellungen, die sich da teilweise von einer Generation zur anderen Generation fortsetzen, so etwas an den, tatsächlich anzugehen, das scheint mir zielführender zu sein als so schlanke Forderung. Eine weitere Frage, die uns erreicht. Die Frage ist, das Recht auf Selbstverteidigung Israels. Was beinhaltet es aus Ihrer Sicht und wo hört es möglicherweise auf? Die Israelis haben nicht nur das Recht auf Selbstverteidigung. Wenn ich sehe, was passiert ist mit ihrer Bevölkerung, hat die Regierung geradezu die Pflicht, dieses wahrzunehmen. Und sie hat auch die Pflicht, dafür zu sorgen, dass das wiederhergestellt wird, was lange Zeit gewirkt hat und Israel in Sicherheit gehalten hat, nämlich eine wirksame Abschreckung. Mhm. Und das ist das, was jetzt von Seiten der israelischen Verteidigungskräfte vorbereitet wird. Dieses geschieht und muss geschehen im Rahmen des geltenden Kriegsvölkerrechts. Mein Eindruck ist, dass die Israelis das sehr genau wissen. Sie haben bei den ersten Operationen durchaus Warnungen an die Bevölkerung gegeben. Sie haben jetzt mit zweimaliger Verzögerung gesagt, wir gehen da rein, geht da lieber in einen anderen Teil des Gaza. Mhm. Also ich sehe hier, dass Israel die Grenzen des Selbstverteidigungsrechts, nämlich das geltende Völkerrecht, sehr wohl bewusst ist. Passt die Frage von Kat Karolus ziemlich gut dran. Warum hält denn Ägypten die Grenzen geschlossen und lässt auch eigentlich die Menschen nicht raus und die Hilfe nicht rein? Warum Ägypten die Hilfe nicht reinlässt, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann nur mit aller Nachdruck an Ägypten appellieren. Auf der einen Seite diejenigen, die als internationale Mitarbeiter dort im Gaza sind, das sind 13.000 Menschen unterschiedlichster Nationalitäten, denen die Möglichkeit geben, die zu evakuieren. Darunter sind auch Deutsche. Mhm. Und gleichzeitig zu ermöglichen, die Versorgung mit Wasser und Lebensmittel für die Bevölkerung, die auf genau dieses Jahr zwingend angewiesen ist. Die Außenministerin war ja jetzt gestern. Genau, und das ist einer der Gründe, warum die Außenministerin in Ägypten gewesen ist. Was anderes ist die Frage, ob Ägypten seine Grenzen aufmacht, um den Menschen aus Palästina den Grenzübertritt zu ermöglichen. Mhm. Das ist historisch gesehen eine ganz lange Debatte zwischen Israel und Ägypten. Ägypten hat Israel und Sharon damals, als er abzog aus dem Gaza, immer vorgeworfen, er wolle eigentlich das Problem der Palästinenser zulasten Ägyptens lösen, dass die sich drum kümmern müssen. Und das geschieht jetzt in einer Situation, wo in Ägypten Wahlen bevorstehen. Ja. Wahlen in Ägypten, aber deswegen rechne ich nicht damit, dass Ägypten seine Haltung ändert. Mirko fragt, kann man sagen, die Hamas hält die Bewohner Gazas in Geiselhaft? Ja. Und Zeitreise 68 fragt, was soll denn in dem Gazastreifen nach der möglichen Zerstörung der Hamas überhaupt noch stehen und passieren? Ich glaube, wir müssen aus diesem 7. Oktober etwas lernen. Alle. Wir haben immer geglaubt, dass dieser Mechanismus, die israelische Armee, einer der besten Geheimdienste der Welt, der Shin Bet, sind in der Lage, die Sicherheit alleine zu garantieren. Und deswegen kann man dieses Problem der Palästinenserinnen und Palästinenser ein Stück weit einfach vergessen. Mhm. Das war so die Haltung in vielen westlichen Ländern. Ich habe immer vergeblich versucht, dagegen anzureden, aber es war die gleichzeitige Entwicklung. Und jetzt stellen wir fest, es funktioniert nicht. Und das heißt,
Wenn es dann sozusagen die Zerstörung der Strukturen der Hamas gegeben hat, führt überhaupt kein Weg daran vorbeiführen, dass wir eine zwischen Palästinensern und Israelis verhandelte Friedenslösung haben. Das ist einer der Gründe, warum sowohl die USA, es war der erste Satz, den Anthony Blinken Netanyahu gesagt hat, wie der Deutsche Bundestag in seiner einstimmigen Resolution darauf Bezug genommen hat, eine nachhaltige Sicherheit für Israel und eine nachhaltige Zukunft für die Palästinenserinnen und Palästinenser wird es nur geben mit einer zwischen beiden verhandelten Friedenslösung. Wie 24 fragt, in palästinensischen Schulen wurde offen Judenhass unterrichtet. Flossen Gelder direkt oder indirekt von der Bundesregierung an solche Schulen? Ich weiß nicht, auf welche Fälle er sich bezieht. Wir haben über die Fragen dort mit den Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, die Bildung dort gewährleisten. Da muss man eins dazu sagen. Wenn UNRWA das nicht machen würde, und UNRWA wird bezahlt von den Amerikanern, von den Deutschen. Die sind bei den Vereinten Nationen. Ist das Hilfswerk der Vereinten Nationen für die palästinensischen Flüchtlinge. Dann müsste Israel das alles bezahlen. Deswegen sind die Israelis nicht wirklich dafür, dass man das beendet. Es hat eine Debatte dazu gegeben über die Frage, was in den Curricula steht. Da hat es eine Kommission zugegeben, die haben die überarbeitet. Und insofern kann ich nur sagen, zumindest war das der Stand bei meinem letzten Besuch in Israel, und ich rede immer mit beiden Seiten, dass dieses Thema abgeräumt ist. Aber nochmal, Herr Trittin, jetzt zitiere ich nochmal Ihren Parteikollegen Herrn Beck. Der hat ja auch gesagt, wir müssen sicherstellen, keine Schulbücher mehr, die zu Hass aufrufen. Wir müssen sicherstellen, keine Märtyrerrenten mehr aus möglicherweise europäischen, auch deutschen Geldern. Da stecken aber Unterstellungen drin von Volker Beck, die der Wirklichkeit nicht entsprechen. Die Deutschen haben die Hamas nicht finanziert. Nicht direkt. Und auch nicht indirekt. Aber man könnte ja sagen, dadurch, dass sie andere Teile übernommen haben, hatten auch nicht die indirekt. Und ich finde, wir sollten mal ernsthaft über das reden, wo die Finanzen wirklich fließen. Mhm. Nämlich? Ja, das ist ganz einfach. Der war gerade da, der Herr Al-Thani, der Emir von Katar. Mhm. Katar hat die Hamas mit Millionen, manche behaupten sogar bis zu einer Milliarde Dollar, finanziert. Das wir haben hofieren die, in ihn. Das ist passiert. Wir hofieren in ihn. Das ist passiert mit Billigung der israelischen Seite. Passiert, weil man in Israel und in Europa und in den USA der Auffassung war, es könnte sein, dass die Hamas sich jetzt darauf konzentriert, ihre Herrschaft im Gaza zu konsolidieren und aufhört, sozusagen eine Terrororganisation zu sein. Deswegen hat man das zugelassen. Aber nochmal, dieses Zulassen ist etwas, was es nicht mehr geben darf. Mhm. Und da muss man wirklich Klartext reden. Wir dürfen nicht weiter eine antisemitische, in der Tradition der Judenvernichtung stehende Organisation finanzieren lassen. Und das ist der Fehler gewesen, der dort stattgefunden hat. Aber dennoch noch mal zurückkommt, auch wenn Sie sagen, Herr Beck hat da die Fakten anscheinend nicht ganz klar, aber Außenministerin Baerbock und vor allem Entwicklungshilfeministerin oder Entwicklungsministerin Schulze haben ja die derzeitigen Zahlungen angehalten, weil sie gesagt haben, wir prüfen noch mal ganz genau. Wir müssen unterscheiden. Wir haben ausdrücklich gesagt, wir setzen die humanitäre Hilfe fort. Das beinhaltet die ganzen Dinge, die im Rahmen humanitärer Hilfe geleistet werden, auch an die UNRWA. Während die Entwicklungszusammenarbeit nochmal auf den Prüfstand gestellt wird, das ist aber vernünftig und richtig, weil sich die Bedingungen zum Teil ja auch massiv geändert haben. Mhm. Aber nochmal, anders als Volker Beck, der steht da im Gegensatz zur Haltung des Deutschen Bundestags, der einstimmigen Haltung, der Bundestag hat einstimmig beschlossen, wir setzen die humanitäre Hilfe im Gaza fort. Mhm. Und das beinhaltet die Zahlung an UNRWA, und das Volker Beck gegen. Da steht er aber gegen zum Konsens des Deutschen Bundestages. Herr Trittin, Sie haben ja selber eben Katar angesprochen. Jetzt gibt es echt wirklich unglaubliche Bilder, nämlich da trifft sich der Hamas-Führer, letztlich verantwortlich für die Massaker im Moment gerade in Israel, mit dem iranischen Außenminister in Katar. Und die sehen sehr gut gelaunt aus, diese Herren. Und es wirkt fast so, als ob sie sehr zufrieden sind mit dem, was da angerichtet worden ist. Was heißt das denn für unseren Umgang mit Katar, mal abgesehen, dass wir da Fußball gespielt haben? Ich glaube, dass wir Katar an dieser Stelle, und ich war nicht dabei,
Aber nach den Erfahrungen, die ich da mit ihm gemacht habe, dürfte der Bundeskanzler nicht davor zurückgeschreckt haben, auch sehr deutlich in dieser Frage gewesen zu sein. Auf der anderen Seite, das muss man wissen, Katar hat immer zwischen den Europäern, zwischen den USA und bestimmten Gruppen versucht zu vermitteln. Und ich gehe mal davon aus, dass wir bei dem Versuch, die Geiseln, die deutschen Geiseln, aber auch andere Geiseln dort zu haben, auf Vermittlungsdienste auch unappetitlicher Partner zurückgreifen. Das gilt für Erdogan wie für Katar. Absolut. Dennoch muss man an der Stelle sagen, wir erwarten von Katar, dass sie aufhören, diese Terrororganisation zu finanzieren. Die CDU fordert, wir hatten es eben schon mal in einem anderen Vorschlag angetippt, ein härteres Vorgehen gegen Judenhasser. Sie sagen zum Beispiel, wer gegen Israel hetzt, soll mit mindestens 6 Monaten Haft rechnen müssen. Antisemitismus soll dafür als besonders schwerer Fall der Volksverhetzung eingestuft werden. Wäre das ein wichtiges Zeichen? Ich bin kein Jurist. Ich habe nur immer das Problem, dass wenn Dinge hochschlagen, man schnell Gesetzesänderungen fordert. Das macht gut für eine Schlagzeile sein. Das hat sich aber im Leben oft herausgestellt, dass am Ende des Tages das eigentliche Problem woanders liegt. Und zwar darin, dass man diese Dinge erkennt und verfolgt. Wir haben ja Fälle gehabt, wo bei Demonstrationen Menschen eine israelische Fahne aus dem Fenster gehängt hat und dann die Polizei zu dem hingegangen ist und sagt, bitte häng mal die Fahne rein. Solches Fehlverhalten kriege ich nicht durch Gesetzesveränderungen, sondern nur durch einen anderen Gesetzesvollzug. Und das Gleiche, wir haben doch gar kein Defizit zum Beispiel beim Verbot von antisemitischen Demonstrationen. Das hat sich gezeigt. Die sind fast alle gerichtlich bestätigt worden. Das Problem ist, dass am Ende dann die Polizei das auch durchsetzen muss. Genau. Es hilft mir eine abstrakte Strafbestimmung nichts. Hört vielleicht nicht richtig, nützt mir was nichts, da gerufen wird, wenn nicht gleichzeitig da umgesetzt wird. Aber nur als Nachfrage nochmal, wäre das nicht ein Signal auch an jüdische Mitbürger, die hier Angst haben, wenn Antisemitismus als besonders schwerer Fall der Volksverhetzung hochgesetzt wird? Ich bin ja erstmal dafür, dass die Volksverhetzung bestraft wird, dann bin ich doch schon da. Okay. Daniel K. fragt, kann man überhaupt mit jemandem auf der Gegenseite sprechen, um dieses Elend zu beenden? Gemeint ist die Hamas oder ein anderer Vermittler. Mit wem muss man jetzt reden? Mit wem wird vielleicht auch schon geredet? Ich glaube, dass man mit der Hamas nach diesen Erfahrungen kaum reden kann. Aber natürlich sind die Hamas nicht die Palästinenser. In der palästinensischen Gesellschaft gibt es sehr, sehr unterschiedliche Kräfte. Mhm. Es gibt eine machtlose palästinensische Administration, die in den eigenen Gebieten der Westbank selbst von der Bevölkerung kaum noch ernst genommen wird. Es gibt auf der anderen Seite Menschen in der palästinensischen Zivilgesellschaft, die dezidiert die Hamas ablehnen, die Fatah ablehnen, die dafür fordern, dass es dort endlich wieder Neuwahlen geben soll, was es seit 15 Jahren nicht gegeben hat. Ich finde, wir haben gute Gründe, solche Menschen, solche Kräfte zu unterstützen. Das ist auch der Hintergrund der meisten Projekte von Frau Schulze im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit, nicht der humanitären Hilfe, die darauf zielen, solche Zivilgesellschaft zu stärken. Aber auch Präsident Abbas, kurzer Einschub und dann kommen wir zu den Fragen wieder, hat sich bis jetzt nicht wirklich distanziert. Herr Abbas hat sich, ich finde, nicht präzise geäußert. Genau. Er hat nach wie vor beide Seiten zur Mäßigung aufgerufen und angesichts von Massakern, die an Zivilisten verübt worden sind, wo man ein Musikfestival zusammengeschossen hat, kann man nicht von beiden Seiten reden. Da muss man schon Täter und Opfer unterscheiden lernen. Das erwarten wir auch von Herrn Abbas. Und deshalb da nur kurz die Frage, die EU ist der größte Geldgeber von Herrn Abbas und seinen Strukturen. Und Deutschland ist da auch ein ganz großer. Wieso haben wir so wenig politischen Einfluss, wenn wir so viel Geld geben? Ich glaube, dass am Ende des Tages genau dieses das Bestandteil der Misere gewesen ist. Die Europäer haben einen Teil der Kosten, die in den besetzten Gebieten anfallen, übernommen. Das hat viele dann dazu geführt, ist ja für alles gesorgt, wir brauchen uns um den Konflikt nicht mehr zu kümmern. Und auf der Strecke geblieben ist das, was ich vorhin gesagt habe, nämlich, dass wir eine Vereinbarung brauchen und diese Vereinbarung erst die Grundlage ist, damit Israel auf Dauer nachhaltig in Sicherheit leben kann und die Palästinenserinnen und Palästinenser eine Zukunft haben.
Und diesen Mechanismus einer stillschweigenden Arbeitsteilung, den muss man in der Tat beenden. Herr Trittin, wir haben eine ganze Menge auch Fragen bekommen zu Ihnen und Ihrer Position zu BDS. Taubermann hat zum Beispiel geschrieben, Trittin war eher nicht der BDS-Unterstützer. Wenn der Herr vielleicht mal in die Drucksachen des Bundestages guckt, da findet sich eine entsprechende Erklärung, dass ich ein vehementer Gegner des BDS bin. Das hat einen einfachen Grund. Der BDS lehnt, wie übrigens Teile auch der jetzigen israelischen Regierungskoalition, eine Zwei-Staaten-Lösung ab. Mhm. Ich bin aber ein Vertreter der Zwei-Staaten-Lösung. Mhm. Ich halte das für die einzig denkbare Lösung an dieser Stelle. Und deswegen ist das mit der BDS-Sympathie bei mir nicht so weit her. So, vielleicht hat Herr Taubermann ja zugehört. Aber Sie haben in einem Interview der Taz im Mai 2019, muss man aber sagen, gesagt, zitiere, ich halte BDS für sehr kritikwürdig, aber nicht als Ganzes für antisemitisch. Deshalb meine Frage jetzt, hat sich diese Haltung geändert? Nein, das wüsste ich ja meine, zum Beispiel alle meine Freunde, die ich in Israel habe, bei Meretz und anderen, die BDS-Unterstützer sind, für Antisemiten halten. Mhm. Das tue ich nicht. Der BDS hat in vielen Fällen antisemitische Kampagnen gefahren. Mhm. Da kann es überhaupt kein Vertun dran geben. Aber nicht jeder und jede, der zum Beispiel in Israel mit BDS zusammenarbeitet, und den würde ich ins Lager der Antisemiten zählen. Nochmal, ich habe für BDS nichts übrig, weil sie an dieser Stelle einen Weg gehen, der am Ende dazu führt, dass die Sicherheit Israels nicht gewährleistet ist. Aber ich frage trotzdem nochmal nach, als jetzt der Großangriff der Hamas lief und wir wirklich wissen, was da an Gräueltaten passiert ist, dann hat es in vielen BDS-Unterstützern in den sozialen Medien waren da zu lesen. Und die haben gesagt, Zitat, ja genau, die Dekolonialisierung, das ist das, was wir meinen, und haben dazu geklatscht. Ja, das ist schon eine bizarre Situation. Ich halte diesen Verein eher zum Schaden der Palästinenser. Mhm. Weil die Idee, mit der sie mal gestartet sind, ist etwas völlig anderes als das, was hier geprägt ist. Das ist weder gewaltfrei, sondern es ist die offene Unterstützung von Hass, von Antisemitismus und vom größten Mord an Jüdinnen und Juden seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist extrem antisemitisch, was da ist. Und weil das so ist, Herr Trittin, müsste der BDS verboten werden. Der ist nämlich nicht verboten. Es gibt in der Tat lediglich einen Beschluss des Bundestags, der eben diese BDS-Bewegung entschlossen entgegentreten will und den Antisemitismus bekämpfen will. Also müsste man Ihrer Meinung nach gerade jetzt und nach solchen Äußerungen den BDS verbieten? Sehen Sie, wenn Sie eine diffuse Bewegung haben, wo sich einige so äußern, dann sind Sie immer noch nicht bei den Voraussetzungen für ein Verbot. Aber das überlasse ich gerne kundigen Juristen, die sich im Vereinsrecht auskennen. Ich glaube, es ist immer sinnvoller, solche Sachen politisch zu bekämpfen. Und das muss politisch bekämpft werden. Wir kommen so in die Schlussgerade, Herr Trittin. Deshalb, wir wissen nicht, wann diese große Bodenoffensive losgeht, dass sie irgendwie kommt. Nämlich was Hamas-Barbaren in Israel angerichtet haben, überlagern würden. Kippt dann hier die Stimmung? Haben Sie da Sorgen für? Ich glaube, das ist eben, wir diskutieren das jetzt ja gerade vor der Frage immer, was ist völkerrechtlich zulässig und was nicht. Und was ist die Ich glaube aber, dass etwas anderes fast noch wichtiger ist, neben dem Völkerrecht, das ist immer entscheidend. Es wird über diese Bilder mitentschieden, ob es zu einer Eskalation kommt, ob der Druck in vielen arabischen Ländern so groß wird, diesen Konflikt auszuweiten. Das wird die entscheidende Frage sein. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum Israel in seiner Art, wie sie diese Bodenoffensive vorbereiten, sehr genau im Kopf haben, wie sie die gestalten. Aber jetzt sollen sogar Krankenhäuser evakuiert werden. Wie soll das gehen? Also diese Bilder werden furchtbar werden. Das ist doch schon absehbar. Es ist, selbst wenn wir uns im Rahmen des Völkerrechts bewegen, wird es sehr viele zivile, unbeteiligte Tote und Verletzte geben. Das muss man wissen. Mhm. Dennoch
glaube ich, dass der entscheidende Punkt über die Frage der Eskalation sein wird, ob es Israel gelingt, in dieser Weise die Zerschlagung der Hamas so zu organisieren, dass der Druck in vielen arabischen Ländern nicht so hoch wird, diesen Konflikt in Syrien, im Libanon sozusagen mit Unterstützungsleistung zu eskalieren. Dann würden wir vor einem wahrscheinlich größeren Flächenbrand im Nahen Osten stehen. Und nochmal zur Stimmung hier. Wir sind am Anfang, wir wissen nicht, wie sich das entwickelt, aber wir beide leben jetzt in Berlin. Wie erleben Sie die Stimmung? Nicht die Abgeordneten, nicht die offiziellen Repräsentanten, die mit Israel und Deutschland Stickern mit unterwegs sind, aber auf der Straße. Erleben Sie da wirklich eine breite Unterstützung für Israel oder erleben Sie das anders? Ich erlebe, dass viele Menschen angeekelt, angewidert sind und viel Solidarität für Jüdinnen und Juden in meinem Wahlkreis und in Göttingen. Und das ist schon sehr deutlich. Ich glaube aber, es gibt ein zweites Element. Und das ist schlicht und ergreifend Angst und Verunsicherung. Man hat einen Krieg quasi vor der Haustür in der Ukraine. Und jetzt droht in Israel, in Palästina, in der Umgebung möglicherweise ein größerer Konflikt. Ich glaube, das ist das vorherrschende Gefühl massiver Verunsicherung und Kriegsangst. Und ich finde, Politik muss sowas auch ernst nehmen. Letzte Frage, eine persönliche. Es ist ja auch unser aller Verantwortung, dafür zu sorgen, dass ganz klar auch benannt wird, was es heißt, unverbrüchliche Solidarität mit Israel. Was für Sie konkret bedeutet das? Was tun Sie? Nun, erstmal haben wir als Bundesregierung und die tragende Koalition gesagt, liebe Israelis, was braucht ihr? Mhm. Sie haben gesagt, wir brauchen Munition für unsere Schiffe. Haben wir gesagt, die liefern wir. Wir Jetzt brauchen wollen Sie auch ja mehr. Anscheinend nicht mehr die Munition. Ja, gut, aber wir brauchen auch mehr Drohnen. Wie gesagt, wir verzichten auf die wenigen Kampfdrohnen, die wir haben, an denen wir gerade ausgebildet werden. Nutzt ihr die? Und ich glaube, das ist die richtige Haltung, nicht nur nach außen Solidarität zu zeigen, sondern wenn man gefragt wird, dann auch zu liefern. Und auch im Alltag, wenn man in der Bahn irgendwelche blöden Aussagen hört? Oder wie gehen Sie mit sowas um? Ich glaube, Zivilcourage gilt immer, unabhängig von solchen Kriegszeiten. Man darf Antisemitismus und Rassismus nicht tolerieren. Jürgen Trittin, herzlichen Dank. Finde ich ein sehr passendes Schlusswort. Danke, dass Sie sich nochmal Zeit genommen hatten für unser Formatbericht aus Berlin extra. Danke Ihnen.